Willkommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. Es geht um die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Ab 15. März gilt für das Personal, für die Beschäftigten von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen eine Corona-Impfpflicht, also die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Das Gesetz stößt seit Wochen auf Kritik. Im Dezember ist es vom Bundestag und Bundesrat beschlossen worden, auch mit den Stimmen der Union. Allerdings gab es gerade von der Union da Kritik. Bayerns Ministerpräsident hatte erst angekündigt, dass ein Bundesland es vorerst nicht umsetzen wird. Gestern gab es mildere Töne, auch aus Bayern, also die einrichtungsbezogene Impfpflicht ab 15. März soll sie bundesweit gelten. Die AfD allerdings stellt hier einen Antrag und sagt, diese Impfpflicht soll abgeschafft werden, bevor sie in Kraft tritt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in den letzten zwei Jahren gab es hier viele Debatten. Da standen besondere Menschen im Mittelpunkt, nämlich Ärzte, Arzthelfer, Krankenpfleger, Betreuer von Behinderten, Intensivpfleger, Altenpfleger, Rettungssanitäter und viele andere mehr. Und sie standen zu Recht im Fokus der Debatte hier, weil sie in den letzten zwei Jahren Dinge geleistet haben, die sie regelmäßig an ihre Grenzen gebracht haben. Und dafür gebührt ihnen Respekt. Nun aber droht vielen davon der Jobverlust. Warum ist das so? Weil Sie vor mir hier die große Mehrheit des Deutschen Bundestages im Dezember eine einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen haben. Was heißt das? Bis zum 15.03. müssen Beschäftigte im Gesundheitssektor einen gültigen Impfschutz nachweisen. Andernfalls droht ihnen ein Beschäftigungsverbot, Lohnentgeltausfall und sogar die Kündigung. Und wir reden hier nicht von 10.000 oder 20.000 Betroffenen. 5,1 Millionen Beschäftigte arbeiten im Gesundheitssektor und im Sozialwesen. Wenn wir annehmen, und das sind die Zahlen, auf die wir uns stützen können, dass 10% nicht geimpft sind, vermutlich sind es eher mehr, reden wir von 500.000 Beschäftigten, die hier von einer Kündigung betroffen sind. Meine Damen und Herren, Sie beklatschen hier zwei Jahre lang diese Menschen und drohen ihnen dann am Ende, nur weil sie nicht geimpft sind, ihre Existenz wegzunehmen. Das ist nicht nur heuchlerisch, das ist niederträchtig. Aber es gibt immer noch jemanden, der bei Ihnen einen draufsetzen kann. Und ich nehme einfach nur mal den Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Der droht, dass diejenigen, die dann ihren Job verlieren, auch noch eine Sperre beim Arbeitslosengeld bekommen. Hier geht es um die soziale Existenz von Menschen. Und ich glaube, dass das von Ihnen hier einfach vergessen wird. Und ich sage Ihnen noch was. Angst, Druck, Zwang, Berufsverbote, das, was wir hier in den vergangenen zwei Jahren erlebt haben, das ist kein Mittel, das sind keine Mittel demokratischer Herrschaft, demokratischer Regierung. Das sind Mittel autoritärer Herrschaft. Und diese autoritäre Herrschaft werden wir hier in diesem Land immer bekämpfen, jedenfalls von dieser Seite aus. Das Gesetz wird massive Auswirkungen auf den Gesundheitssektor haben. Die Caritas hat ja nicht nur mich angeschrieben, sondern auch Sie, größter Bundesverband in diesem Bereich. Und Sie sagen in Ihrem Schreiben, die Sicherstellung der Versorgung im Gesundheits- und Sozialwesen ist erheblich gefährdet. Die Volkssolidarität schreibt in einem Schreiben, das Sie auch bekommen haben. Sie sagen dort, es gibt massive Einschränkungen der Versorgungssicherheit. Es wird Personalverlust geben, nicht nur bei den Ungeimpften, sondern auch bei den Geimpften. Denn wenn die Ungeimpften nicht mehr arbeiten können, dann werden die Arbeitsbedingungen noch schlechter, die Arbeitsbelastung noch höher. Es werden noch mehr diese Berufe verlassen. Sie werden abwandern in andere Berufe oder sogar ins Ausland. Anfang der Woche schrieben 450 Feuerwehrleute der Berliner Feuerwehr an die Senatsverwaltung. Und ich zitiere, die Impfpflicht in Berlin wird ab dem 16. März zu einer dramatischen und nicht beherrschbaren Sicherheitslage führen. Das alles ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und diese Leute denken sich das nicht aus. Sie haben Angst. Sie haben Angst, dass sie den Beruf nicht mehr ausüben können, der ihnen wichtig ist. Was uns droht, wenn dieses Gesetz greift, ist der Zusammenbruch des Gesundheitssystems. Das, was das Coronavirus nicht geschafft hat, das schaffen Sie mit einem einzigen Gesetz. Und dafür sollten Sie sich schämen. Und dann habe ich das Thema im Ausschuss aufgesetzt.
und habe gefragt, wie soll denn der Fachkräftemangel behoben werden? Und da ist doch die Antwort allen Ernstes, wir werden bei der eine Änderung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in Betracht ziehen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie verdrängen hier Leute aus dem Job und importieren dann Fachkräfte aus dem Ausland. Das ist doch keine seriöse Politik, das ist verräterische Politik, meine Damen und Herren. Da die 4 Minuten zu kurz sind, komme ich direkt zum Schluss. Wir müssen uns ehrlich machen. Dieses Gesetz darf nicht kommen. Wir können uns die Auswirkungen dieses Gesetzes nicht erlauben. Deutschland braucht keine Impfpflicht. Deutschland braucht keine Lockdowns und keine Kontaktbeschränkungen. Deutschland braucht seine Grundrechte zurück. Und vor allem braucht Deutschland eins, und das ist Freiheit. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist im Dezember von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Gestern saßen ja Bund und Länder noch einmal zusammen zur Corona-Lage. Die einrichtungsbezogene Impfpflicht war dabei ebenfalls noch mal Thema, aber die Bund und Länder haben sich sozusagen darauf verständigt, dass es für die Beschäftigten in der Pflege und Gesundheitswesen gelten soll. Und die Gesundheitsminister sollen, was die Umsetzung anbelangt, von Bund und Ländern weiter darauf schauen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ganz besonders aus meinem Wahlkreis Ravensburg und aus dem Bodenseekreis. Was hier gerade eben vorgetragen und vorgerechnet wurde, muss ich doch entschieden in den Bereich der Fabel verweisen. Bevor ich zu diesem Antrag komme, eine kleine Anmerkung zu meinem Vorredner und seiner Fraktion, die mir in meiner ersten Rede hoffentlich gestattet ist. Wie kann es sein, dass Sie sich als Rechtsstaatspartei sehen und dabei den Rechtsstaat so mit Füßen treten? Andauernd tauchen Ihre Fraktionsmitglieder auf dubiosen, nicht angemeldeten, verbotenen Demonstrationen auf. Sie marschieren dort bewusst auch mit Rechtsextremen auf, teilen deren Positionen und machen unseren Polizistinnen und Polizisten das Leben schwer. Wie kann es sein, dass Sie es nicht schaffen, die einfachsten Regeln für eine gelungene Zusammenarbeit einzuhalten? Sie führen sich auf wie Kleinkinder, wenn es darum geht, eine Maske zu tragen. Obwohl, nein, selbst kleine Kinder erkennen den Nutzen der Maske. Sie tragen sie mit Stolz, weil sie erkannt haben, dass sie damit ihre Freundinnen und Freunde oder auch ihre Großeltern schützen. Sie hingegen haben es noch nicht einmal geschafft, sich richtig testen zu lassen, um an der Bundesversammlung teilzunehmen. Sie gefährden wissentlich und willentlich die Arbeitsfähigkeit dieses Hauses. Jetzt aber zum Antrag. Die Blaubraunen von rechts außen würden am liebsten die beschlossene einrichtungsbezogene Impfpflicht abschaffen. Das ist an sich keine Neuigkeit und auch nicht weiter beachtenswert. Es setzt die Tradition fort, dass alles, was schlecht ist für die Gesellschaft, gut für die AfD ist. Sie da drüben und auf dem Virenbalkon da oben, Sie nehmen ohne Rücksicht viele Tote und Langzeitkranke in Kauf. Sie nähren sich wie eh und je von Krankheit, Missgunst und Neid. Dass dabei in diesem Antrag auch noch mehrfach ein rechtspopulistisches Online-Magazin zitiert wird, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Wenn ich hier sagen würde, was ich von Ihnen allen und Ihren Anträgen halte, würde ich mir in meiner ersten Rede im Bundestag direkt meine erste Rüge einfangen. Was ich aber ganz klar sage, wir von der SPD-Fraktion, wir stehen zu dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Ausbrüche in Krankenhäusern und Pflegeheimen haben gezeigt, wie drastisch die Auswirkungen einer ungeimpften oder nicht genügend geimpften Belegschaft sind. Ich sage aber auch, dass ich damit noch nicht ganz glücklich bin. Denn diejenigen, die seit 2 Jahren unter teilweise schwierigsten Umständen den Laden am Laufen gehalten haben, diejenigen, die sich um die besonders Schutzbedürftigen gekümmert haben, sie sollen jetzt als einzige Bevölkerungsgruppe unter die Impfpflicht fallen.
Da verstehe ich deren Unmut. Und genau deshalb ist die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht, die wir aktuell im Parlament führen, so unglaublich wichtig. Und genau deshalb setze ich mich dafür ein, dass alle Menschen ab dem 18. Lebensjahr geimpft werden müssen. Und genau das müssen wir schnellstmöglich beschließen. Denn das würde dafür sorgen, dass wir nicht nochmal Weihnachten unter Pandemiebedingungen feiern müssen. Das würde auch diese Ungerechtigkeit zwischen dem Personal in den Gesundheitseinrichtungen und der übrigen Bevölkerung beseitigen. Wir haben es in dieser Woche nicht geschafft, die Anträge im Plenum zu behandeln, die für die Debatte notwendig sind. Ich würde mir wünschen, dass das nicht bis zur nächsten regulären Sitzungswoche aufgeschoben wird. Lassen Sie uns deshalb beherzt vorangehen. Einstweilen ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht die zweitbeste Lösung. Aber sie ist die richtige und sie ist unabdingbar. Ich bin überzeugt, dass auch die Länder diesen ersten Schritt mitgehen werden, und zwar verantwortungsvoll mitgehen werden. Und nun freue ich mich auf die produktive und hoffentlich auch erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Abgeordneten der demokratischen Parteien, besonders im Gesundheitsausschuss. Vielen Dank. Sagt Heike Engelhardt. Für die SPD-Fraktion sitzt sie jetzt im Gesundheitsausschuss als neue Abgeordnete. Ihr Wahlkreis ist Ravensburg in Baden-Württemberg. Diana Stöcker, jetzt die nächste hier in dieser Aussprache zum Antrag der AfD-Fraktion. Sie spricht für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Wochen habe ich mit vielen Klinik- und Einrichtungsleitungen in meinem Wahlkreis gesprochen. Unisono wurde mir gesagt, wir stehen hinter der sektoralen Impfpflicht und haben mit viel Engagement unsere Mitarbeitenden überzeugt, sich impfen zu lassen. Aber es gibt nach wie vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen können oder wollen. Und was machen wir nun mit diesen hochgeschätzten Leistungsträgern? Müssen wir sie kündigen? Wo sollen wir am Arbeitsmarkt Ersatz bekommen? Und wir können auf keine und keinen verzichten. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampelkoalition, im Dezember letzten Jahres, also vor über 2 Monaten, hat der Deutsche Bundestag das Gesetz zur sektoralen Impfpflicht beschlossen. In Anbetracht der damaligen Sachlage war es richtig, diese Entscheidung zu treffen. Aber Betreiber von Einrichtungen und auch unsere Unionsfraktion sind davon ausgegangen, dass im Vorfeld des Gesetzes die Umsetzung bereits mitgedacht wird und nach Beschluss zügig und ordentlich an Durchführungsbestimmungen und Handreichungen gearbeitet wird. Damit die Betreiber von Einrichtungen wissen, was zu tun ist, wenn Arbeitskräfte keinen Impfnachweis vorlegen, damit sie wissen, welche arbeits- und sozialrechtlichen Folgen auf sie zukommen und damit sie nicht nur einen Fragen- und Antwortenkatalog auf einer Webseite suchen müssen. All diese Fragen wurden bis heute nicht geklärt. Sie sind Zeugnis einer überforderten Bundesregierung, die mit dem Versprechen angetreten ist, alles besser zu machen und schon jetzt einsehen muss, dass sie dieses Versprechen nicht einhalten kann. Und was sind die Folgen? Die Beschäftigten, die während Corona an ihre Grenzen gekommen sind und für die wir geklatscht haben, sind total verunsichert, wie es mit ihnen weitergeht. Pflegekräfte, die einen anderen Beruf erlernt haben, gehen in diese Berufe zurück. Andere weichen auf Berufszweige aus, die nicht der Impfpflicht unterliegen. In meinem Wahlkreis spielt auch die Nähe zum Schweizer Arbeitsmarkt, der eine hohe Sogwirkung hat, eine große Rolle. Mitarbeiter, die sich bisher ganz bewusst für deutsche Arbeitsverhältnisse entschieden haben, gehen in die Schweiz. All diese Menschen werden unserem Gesundheitssystem fehlen, nicht nur kurzfristig. Einmal umorientiert, wird es schwierig sein, sie wieder zurückzugewinnen. Ja, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel im Gesundheitsbereich. Und es bedarf eines dringenden Sofortprogramms mit intelligenten Maßnahmen, um wieder mehr Menschen für diese Berufe zu gewinnen.
unabhängig von Corona und unabhängig von der sektoralen Impfpflicht. Denn die Beschäftigten im Gesundheitsbereich haben bereits jetzt ein außerordentliches Maß an Impfbereitschaft an den Tag gelegt. Dafür und für den großen Einsatz in diesen Zeiten gebührt Ihnen großer Dank. Sie haben ein Recht darauf, dass Sie wissen, was auf Sie zukommt, wenn Sie sich nicht impfen lassen, ebenso wie den Einrichtungsleitungen Handlungsspielräume aufgezeigt werden müssen und es nicht dem Ermessen aller Gesundheitsämter im Land zu überlassen. Und da gäbe es einige Möglichkeiten. Aber es liegt an der Regierung, ihre Hausaufgaben zu machen und zu liefern. Machen Sie sich an die Arbeit. Diana Stöcker war das für die Unionsfraktion. Ja, wie viele Pflegekräfte sind eigentlich geimpft? Das ist gar nicht so einfach zu ermitteln, ist gar nicht so einfach an Zahlen zu kommen. Zum Teil gibt es Zahlen beispielsweise vom Robert-Koch-Institut, was die rund 16.000 Angestellten an Krankenhäusern betrifft. Dort gibt es Zahlen von Mitte November, da waren 92% geimpft, bei den Ärzten waren es sogar 98%, ähnlich wie bei den niedergelassenen Medizinern. Aber insgesamt, was die Lage in der Pflege anbelangt, gibt es nicht so viel belastbare Zahlen. War und ist, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen und eine Überlastung des Gesundheitswesens zu verhindern. Und mit der im Herbst und Winter grassierenden Omikronwelle ist uns das weitgehend gelungen. Und die schrecklichen Bilder der Überlastung von Pflegepersonal aus den ersten Wellen konnten vermieden werden. Die Infektionszahlen sind nach wie vor hoch und viele Menschen liegen auch heute noch auf den Intensivstationen. Und das wird auch in den nächsten Wochen so bleiben. Jetzt beginnt aber die Zahl der Neuinfektionen zu sinken. Und daher ist es angemessen und geboten, bisher notwendige Einschränkungen von Freiheitsrechten ab dem 20. März wieder zu lockern, wie es Bund und Länder gestern beschlossen haben. Von einem Freiheitstag zu reden, sind wir allerdings weit entfernt. Es besteht leider kein Anlass zu Sorglosigkeit oder gar Entwarnung. Wir sollten uns aus den vergangenen zwei Jahren wirklich lernen, dass es immer wieder neue Virusvarianten geben kann, die zu Krankheit und Tod führen oder das Gesundheitswesen überlasten können. Und der wirksamste Schutz dafür war, ist und bleibt das Impfen. Ich kann nur davor warnen, dass sich die Fehler wiederholen von 2021, 2020, dass man die Pandemie für beendet erklärt und im Herbst mit neuen Varianten in die nächste Katastrophe läuft. Mit Besonnenheit und Augenmaß werden wir mit Corona umgehen können. Und auch auf diesem Weg steht vorrangig das Impfen. Das Impfen besonders gefährdeter Menschen, von Hochbetagten, von Menschen mit akuten oder chronischen Erkrankungen, von pflegebedürftigen Menschen. Sie, aber auch Menschen mit Behinderungen, sind oft besonders gefährdet, wenn sie in Einrichtungen oft eng zusammenleben. Dort ist das Risiko besonders groß. Und gerade diese Menschen haben alle das Recht auf den besonderen Schutz durch unsere Gesellschaft. Wissenschaftlich belegt ist, dass die Delta-Variante Menschen trotz Impfung zwar infizieren kann, aber das Risiko einer schweren Erkrankung geringer ist und dass die Übertragung des Virus deutlich reduziert ist. Und daher kommt dem Personal in solchen Einrichtungen eine besondere Verantwortung zu. Denn sie stehen im engen und intensiven Kontakt mit den Menschen, die auf ihre Hilfe oder Pflege angewiesen sind und deren Angehörigen, die sich oft in dieser Pandemie alleingelassen gefühlt haben. Ich rede hier bewusst nicht von Pflegepersonal, denn es gibt auch ungeimpfte Chefärzte, es gibt ungeimpftes Betreuungspersonal und Reinigungskräfte. Und deshalb ist es richtig, dass das gesamte Personal geimpft sein muss für den eigenen Schutz, aber vor allem für den Schutz der Menschen, die sich ihnen anvertraut haben. Und der professionellen Fachpflege kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Wissenschaftsbasierte Fachpflege muss endlich in Wert gesetzt werden, akut in dieser Pandemiebekämpfung und grundsätzlich mit dem Auftrag guter Pflege in einer alternden Gesellschaft. Schauen wir in die Nachbarländer, überall, wo die Pflege ein anerkannter Akteur ist im Gesundheitswesen, steigen die Pflegekräfte nicht aus
Und sie haben eine hohe Impfquote. Und auch dort ist das Impfen selber nicht der Grund für den Ausstieg, genauso wenig wie das hier bei uns der Fall ist. Pflegekräfte sind sehr viel schlauer, als Sie uns hier weismachen wollen. Und deswegen haben wir in dieser Regierung beschlossen, den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Unter anderem mit besserer Bezahlung, mit besseren Arbeitsbedingungen, mit verbindlicher Personalbemessung, mit Anspruch auf familienfreundliche Arbeitszeiten. Aber wir werden auch die Fachpflege aufwerten, um heilkundliche Tätigkeiten sowie neue Berufsbilder in der Versorgung wie die Gemeindepflege mit der Community Health Nurse. Das sind die Herausforderungen, die wir haben, denn wir brauchen Pflegefachkräfte, die Menschen in jedem Alter dabei unterstützen, soziale Teilhabe zu realisieren, gute medizinische und pflegerische Leistungen zu erhalten und zwar völlig unabhängig davon, ob Sie in einer Einrichtung leben oder zu Hause. Das ist die Aufgabe hochprofessioneller, wissenschaftsbasierter Pflege. Und dafür setzen wir uns ein. Und deswegen fordere ich Sie alle auf, hier gemeinsam dafür beizutragen, dass wir die Menschen in diesen Einrichtungen schützen. Und das können wir am besten, indem wir für gute Impfquoten sorgen und endlich dann uns auch auf den Weg machen, die gute Pflege für alle und für die nächsten Jahrzehnte zu organisieren. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, Cordula Schulz-Asche hat die europäischen Nachbarn angesprochen. In Italien beispielsweise ist es so, dass seit April letzten Jahres Pflegeärzte, Apotheker geimpft sein müssen in privaten wie in staatlichen Einrichtungen. In Frankreich gibt es sogar Strafen bis hin zum Gefängnis. Seit September mussten dort Pflegekräfte, Ärzte sowie Beschäftigte in Krankenhäusern, Altersheimen zumindest eine Impfdosis vorweisen, ab Mitte Oktober den kompletten Impfschutz. Sie können den Namen besser aussprechen als ich. Tatsächlich war das richtig und ich kann es nicht so gut. Sehr geehrte Damen und Herren, letzte Woche hatte ich im Vorfeld der Präsidentenwahl die Ehre für ein Gespräch mit dem Intensivpfleger Ricardo Lange. Er war für uns bei der Bundesversammlung dabei. Die meisten kennen Ricardo Lange, weil er es insbesondere seit der Pandemie regelmäßig schafft, die prekäre Situation der Pflegekräfte in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie Verdi hat auch er die einrichtungsbezogene Impfpflicht kritisiert. Denn für was müssen Pflegekräfte eigentlich noch alles herhalten? Knapp 2 Jahre sind sie der Krankheit ausgesetzt wie niemand anderes. Als zu wenig Masken da waren, mussten sie in ständiger Gefahr der Ansteckung Menschenleben retten. Das berühmte und beinahe verspottende Klatschen blieb übrig. Weil die Regierung nun mit den aufsuchenden Impfkampagnen versagte, sollen sie beim viel zu schnell aufgesetzten Gesetz zur Impfpflicht als ProbandInnen herhalten und hatten plötzlich den Stempel der Pandemietreiber. Ausgerechnet die müsse man nun zwingen. Das ist doch absurd. Die Linke verlangte im Dezember, dass mit der Verpflichtung wenigstens eine Prämie verbunden wird. Das wäre ein Zeichen gewesen, das wäre mal was. Aber selbst dieser Antrag wurde von den Koalitionsparteien abgelehnt. Und bis heute haben Sie das Versprechen einer Prämie nicht auf die Reihe bekommen. Sie versprechen weiter, wie wir eben gerade gehört haben. Sie bekommen in 2 Monaten keine Prämie hin, aber ziehen in einer Woche die Impfpflicht für die Beschäftigten durch. Das ist doch wirklich absurd, liebe Koalition, das ist doch falsch. Aber schlimmer geht's immer. Der Pflegemangel ist insbesondere denen hier rechts jahrelang völlig egal. Und nun müssen sie die Pflegekräfte letzte Woche zuerst für Söders Aufmerksamkeitsdefizite herhalten, jetzt sogar für die AfD. Söder, der seine Teams wechselt wie andere ihre Unterhosen, hat nach Team Vorsicht und Team Freiheit nun kurzzeitig das Trikot vom Team Pflege übergestreift. Und jetzt will die AfD damit fischen. Nie dafür interessiert, aber wenn man es für seine Zwecke nutzen kann, dann existiert der Pflegemangel. Deswegen, liebe Regierungskoalition, geben Sie solchen Instrumentalisierungen keine Chance. Wenn Sie schon auf uns nicht hören wollen, hören Sie auf Verdi, hören Sie auf Ricardo, hören Sie auf seine Kolleginnen und Kollegen. Entlasten und entlohnen Sie die Pflegekräfte endlich richtig. Vielen Dank. Sagt hier Atel Skürpinar, der Sprecher für Krankenhaus- und Pflegepolitik der Linksfraktion. Und als nächstes die nächste hier die in der Aussprache zum Antrag der AfD-Fraktion, der hier debattiert wird, ist Nicole Westig, die pflegepolitische Sprecherin der Liberalen. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die AfD hat den Fachkräftemangel in der Pflege entdeckt und will ihn sogar beheben. Als Patentlösung schlägt sie die Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht vor. Diese Lösung ist ebenso schlicht wie ambitionslos. Denn die Impfung
ist der Ausweg aus der Pandemie. Seit über einem Jahr können wir uns glücklich schätzen, Impfstoffe gegen Covid-19 zu haben. Viele Einrichtungsleitungen haben sich direkt auf den Weg gemacht, um aufzuklären und Beratungsgespräche zu führen und für die Impfung zu werben. Mit Erfolg, denn in vielen Bundesländern haben wir gute Impfquoten beim Pflegepersonal. Beschäftigte in Pflege und Medizin bewegen sich auf dem Boden der medizinischen Fakten. Und Fakt ist, die Impfstoffe sind sicher, sie schützen, insbesondere vor einem schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung. Hinzu kommt das besondere Berufsethos von Pflegenden. Sie übernehmen grundsätzlich Verantwortung für sich selbst und wollen ihre Patienten schützen. Während der Omikron-Welle haben wir aus gutem Grund die kritische Infrastruktur im Blick. Und ja, auch in Pflegeheimen infizieren sich derzeit Beschäftigte. Und auch das kann die Versorgungssicherheit beeinträchtigen. Ja, es trifft auch Geimpfte. Aber diese erkranken in der Regel nicht so schwer wie ihre ungeimpften Kolleginnen. Sie können die Arbeit schneller wieder aufnehmen und haben auch ein weitaus geringeres Risiko für Hospitalisierung oder eine mögliche Long-Covid-Erkrankung. Der ohne Frage bestehende Pflegepersonalmangel wird jedenfalls nicht dadurch gelindert, dass wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht wieder zurücknehmen. Hier braucht es ambitioniertere Maßnahmen, solche, wie wir sie im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Bessere Arbeitsbedingungen, Personalbemessungsinstrumente, die greifen, und eine wirkliche Offensive für die Pflegeausbildung, zum Beispiel durch die Schaffung von Ausbildungsplätzen, auch in Reha-Kliniken. Dabei dürfen wir nicht übersehen, die Bekämpfung des Fachkräftemangels in der Pflege ist ein Mammutprojekt. Hier kann auch die Ampel nicht mit einem Federstrich ein Problem lösen, das sich über Jahrzehnte angestaut hat. Und eines ist klar, den Herausforderungen in der Pflege begegnet man nicht, indem man seine eigenen kruden Ideologien bedient, sondern indem man die Komplexität anerkennt und gemeinsam Lösungen sucht. Und das unterscheidet uns von Ihnen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Demokraten haben es uns bei der Frage der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nicht leicht gemacht. Uns ist die Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen gegenüber den Eingriffen in die persönliche Freiheit wichtig. Wir haben dieser zielgerichteten Maßnahme zugestimmt, eben weil uns der Schutz der alten und kranken Menschen wichtig ist. Die Regelung ist befristet und wird selbstverständlich evaluiert werden. Wir sind froh, dass sich die Gesundheitsministerkonferenz nun auf ein kluges und abgestuftes Verfahren zur Umsetzung verständigt hat. Dabei geht es auch darum, dass Nicht-Geimpfte übergangsweise weiter beschäftigt werden. Das Betretungsverbot ist die Ultima Ratio. Es bleibt dabei. Aufklärung und niedrigschwellige Impfangebote sind die stärksten Instrumente zur Steigerung der Impfquote. Genau diese auszubauen sollte Priorität haben, damit es zu Betretungsverboten erst gar nicht kommen muss. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Nezahat Baradari. Und die ist Mitglied im Gesundheitsausschuss. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Seit 2 Jahren leben wir in Deutschland, ja die gesamte Weltengemeinschaft, in einer Ausnahmesituation. Aus medizinischer Indikation mussten wir teils große Einschränkungen hinnehmen. Seit März 2020 befürchten wir, uns an dem neuartigen Coronavirus anzustecken und möglicherweise auch daran zu erkranken. Wir können froh sein, dass wir seit einem Jahr mit den vorhandenen Impfstoffen eine evidenzbasierte Sicherheit gegen schwere Covid-19-Erkrankungen haben.
Bei dem vorliegenden Antrag, ja, da darf ruhig geklatscht werden. Bei dem vorliegenden Antrag der AfD geht es darum, dass der § 20a des Infektionsschutzgesetzes gestrichen werden soll, mit der Begründung, die Corona-Pandemie mit der Omikron-Welle hätte ihren Scheitelpunkt erreicht und eine einrichtungsbezogene Impfpflicht wäre somit hinfällig. Sie würde sogar zur weiteren Personalflucht führen, so die Behauptung der AfD. In Deutschland arbeiten 1,7 Millionen Fachkräfte in der Pflege. Die Impfquote liegt bei diesen Beschäftigten erfreulicherweise bei 81% und den Bewohnern bei 91%, also besser als im bundesdeutschen Durchschnitt. Die Impfquote im pflegerischen und im medizinischen Bereich sind gut, aber sie reichen bei weitem nicht aus, um Virusausbrüche bei den sogenannten vulnerablen Gruppen sicher zu verhindern. Die Konsequenz ist der Ausfall von Personal durch Krankheit, Isolation oder bestenfalls Quarantäne. Es gibt ohnehin schon einen Pflegenotstand, bedingt durch ungünstige Arbeitsbedingungen, schlechten Pflegeschlüssel, Unterbezahlung und Fachkräftemangel. Laut dem Antrag würde ein Wegfall der einrichtungsbezogenen Impfpflicht so zu einer weiteren Zunahme des Pflegenotstands führen. Als Ärztin, die auch im Bereich der Pflege gearbeitet hat, sage ich Ihnen eins. Die Beschäftigten in der Pflege und in der Medizin sehen in ihrer Tätigkeit nicht nur einen Beruf, sondern eine Berufung. Sie kümmern sich aufopferungsvoll um die ihnen anvertrauten Menschen und tun alles. Ja, sie tun alles für ihren Schutz. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der Fraktion Die Linke? Nein. Ich möchte mich an dieser Stelle stellvertretend, zumindest für meine Fraktion und alle anderen demokratischen Fraktionen, auch bei Herrn Söder, bei allen Beschäftigten in der Pflege, in der Medizin, in den Einrichtungen der Behindertenhilfe und auch bei allen Beschäftigten der kritischen Infrastruktur ganz herzlich für Ihr Engagement bedanken. Denn Sie haben seit Beginn der Pandemie Großartiges für die Menschen geleistet. Und daher verdienen Sie unseren größten Respekt. Seit Jahrzehnten muss medizinisches Personal für die Ausübung entsprechender Tätigkeiten gegen bestimmte Krankheiten wie Hepatitis B oder Masern geimpft sein. Das ist doch grundsätzlich nichts Neues. Übrigens haben unsere europäischen Nachbarn sogar 2021 schon längst eine Impfpflicht im Gesundheitswesen eingeführt. Zum Beispiel Frankreich, zum Beispiel Griechenland oder Italien. Als impfende Ärztin kann ich nur jedem raten, sich bis ins letzte Detail über die Corona-Impfung beraten zu lassen und sich impfen zu lassen. Zum Eigenschutz, zum Schutz der Ihnen anvertrauten Person und gegenüber Ihren Berufskolleginnen und Kollegen. Von der AfD werden hier alternative Fakten und parallele Welten geschaffen, um Misstrauen und Angst zu erzeugen. Denn das ist der Brandbeschleuniger in dem ohnehin vorhandenen Pflegenotstand. Der Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts, hören Sie gut zu, hat doch gezeigt, dass gegen eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, Zitat, keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken bestünden. Und wir werden Ihnen auch ein zeigen, nämlich wie man so einen Antrag von Ihnen vollumfänglich ablehnt. Vielen Dank. Das kündigt hier Nezahat Baradari für die SPD-Fraktion an. Ja, viele europäische Länder, sie haben, hat ja auch einige genannt, haben eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe. Allerdings Großbritannien beispielsweise, während Deutschland hier über die Teilimpfpflicht debattiert, schafft Großbritannien sie gerade wieder ab. Im November hatte London die Impfpflicht eingesetzt und umgesetzt, nicht für alle Bereiche. Und jetzt sollten Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitsdienstes auch noch geimpft werden. Doch vor einigen Tagen hat die Regierung in Großbritannien diesen Plan gekippt. Jede Maßnahme muss ein bestehendes Problem auch tatsächlich lösen. Und die einrichtungsbezogene Impfpflicht, wie sie vorgelegt wurde von dieser Bundesregierung, die wirft einfach mehr Fragen in der Umsetzung auf, als dass sie Probleme löst. Und deshalb bin ich auch unserem bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder dankbar, dass er diese Debatte noch mal aufgemacht hat. Und dass er ja, das Thema ist zu ernst und das wissen Sie genau. So, und hinter
Ja. Und er hat die Debatte aufgemacht und hat angesprochen, was viele hinter vorgehaltener Hand gesagt haben. Landräte, Gesundheitsminister aller Parteien, Einrichtungen, Einrichtungsvertreter, pflegende Angehörige. Alle haben sich gefragt, wie sieht es aus in der rechtlichen Umsetzung? Welche Konsequenzen hat es? Verliere ich meinen Beruf? Kann ich Pflege noch gewährleisten? Wie sieht es aus mit der Rechtssicherheit und der Handlungsklarheit? Und deshalb ist es wirklich wichtig, dass wir heute darüber reden. Denn ich bin ihm auch deshalb dankbar, weil wir uns ja als Gesellschaft fest vorgenommen haben, dass wir auf die Pflege zukünftig hören werden, dass wir genau hinhören werden, was Pflege sagt. Und da war es schon im letzten Dezember so, dass die Präsidentin des Deutschen Pflegerates gesagt hat, dass sie für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ist. Aber eine allgemeine Impfpflicht muss auf dem Fuße folgen. Denn die Bewältigung der Pandemie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und keine Einbahnstraße. Und das hat auch viele neue Kollegen dazu bewogen, dieser einrichtungsbezogenen Impfpflicht zuzustimmen. Die Protokollerklärungen liegen vor, weil eben der Kanzler Olaf Scholz gesagt hat, die allgemeine Impfpflicht wird sofort folgen. Und Fakt ist, sie tut es nicht. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Bündnis 90 Die Grünen? Selbstverständlich. Zöllner, ich habe Ihre Worte gehört. Und Sie sagen, ja, Sie stehen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Sie müsse aber gefolgt werden durch eine allgemeine Impfpflicht. Kann ich aus dieser durchaus nachvollziehbaren Kette schließen, dass Sie erstens als Fraktion der Union dann einem Antrag oder den Gruppenanträgen zur allgemeinen Impfpflicht zustimmen werden? Und zweitens haben Sie ja auch zu Recht gerade betont, dass ja mit Ihren Stimmen sowohl im Bundesrat als auch hier im Bundestag die einrichtungsbezogene Impfung ja für alle Fachkräfte, alle Beschäftigten in diesen Einrichtungen beschlossen worden ist. Und schon damals war klar, dass es natürlich Auswirkungen hat, beispielsweise auf ein Arbeitsverhältnis, wo ich das Arbeitsverhältnis gar nicht mehr einlösen kann, wenn ich die Sicherheit nicht gewährleisten kann, als Beschäftigter auch tatsächlich eingesetzt zu werden. Also diese Fragen waren ja bekannt von Anfang an. Haben Sie diese Implikationen nicht gesehen, als Sie zugestimmt haben? Haben Sie das alles nicht gewusst, als Sie sogar als CSU sehr, sehr prominent die einrichtungsbezogene Impfpflicht gefordert haben? Sehr geehrte Frau Kollegin, ich persönlich bin gegen eine allgemeine Impfpflicht und ich bin auch gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Was ich hier dargestellt habe, ist, dass eben das Gesetz, das Sie vorgelegt haben, dass das einfach handwerklich schlecht gemacht ist. Und was ich eingefordert habe, ist, dass Sie... Nein, ich habe dem Gesetz nicht zugestimmt. So, es ist nämlich nicht nur in Ihrer Partei so, dass wir natürlich Unterschiede haben in den Nuancen, sondern es ist eine gesellschaftliche, gesamtgesellschaftliche Debatte. Und die nimmt vor keiner Fraktion, vor keiner Partei Rücksicht. Aber unabhängig davon ist es so, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, dass ich, und das ist das, was ich auch formuliert habe, dass die Bitte besteht, besser auf die Pflege zu hören. Und ich habe nur wiedergegeben, was die Pflegevertreter gesagt haben. Und die Präsidentin des Deutschen Pflegerats hat eben ganz klar formuliert, Sie stehen für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht, aber eine allgemeine Impfpflicht muss folgen. Und das liefern Sie nicht, sonst hätten wir sie ja schon. So, und deshalb ist es, finde ich, es ist nicht ungeheuerlich, liebe Kollegin Behrens, sondern was ungeheuerlich ist, dass Sie wissen, dass Sie keine Mehrheit haben für eine allgemeine Impfpflicht. Aber anstatt diese vorzulegen und die Anträge wieder einzukassieren, halten Sie hier das Land in Geiselhaft
und suggerieren, dass sie in der Lage wären, eine allgemeine Impfpflicht durchzusetzen. Das ist Teil der Wahrheit. 200 Stimmen der Anträge, für die Anträge oder für einen Antrag, die reichen am Ende des Tages nicht aus. Sie brauchen eine Mehrheit. Und das ist das, was wir von den Regierungsfraktionen auch erwarten. Legen Sie etwas vor, und dann können wir uns auch kritisch damit auseinandersetzen. Das wäre Ihre Aufgabe gewesen. Ich hätte mir bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht einen vorwärtsgewandten Vorschlag gewünscht. Die Helden der Pandemie, so wird die Pflege bezeichnet, das sind eben nicht nur die Pflegekräfte, die sich impfen lassen, sondern es sind auch die, die ihren Dienst geleistet haben, als es noch keine Impfung gab. Und deshalb, erlauben Sie noch eine weitere Zwischenfrage aus der FDP-Fraktion? Eine Zwischenfrage reicht. Hätte ich mir eine, ja, die FDP braucht jetzt gar nicht so rumstöhnen. Sie haben im Wahlkampf Werbung gegen die Impfpflicht gemacht. Ja? Und jetzt sind Sie komplett alles weggewischt. So, das haben wir uns als Union nicht getraut. Das haben Sie gemacht. So, deswegen ein bisschen Zurückhaltung, weniger Arroganz. Die vorwärtsgewandte Lösung ist der Paragraph 23 im Infektionsschutzgesetz. Und der besagt, dass natürlich alles getan werden muss, dass Infektionen, egal ob Corona oder MRSA oder weitere Infektionen, dass alles getan werden muss, dass es eben verhindert wird, dass es zu einem Eintrag in die Einrichtungen kommt. Und deshalb gibt der Paragraph 23 schon heute eine vorwärtsgewandte Lösung her, nämlich dass Pflegepersonal oder auch weitere Kräfte, die eben eingestellt werden, neu eingestellt werden, dass die einen gewissen Impfschutz, ja auch jetzt wurde kommen angesprochen, Sie bitte zum Schluss, vorlegen müssen. Und da kann natürlich auch die Corona-Impfung mit dazukommen. Fakt ist aber auch, dass was wir jetzt in der Diskussion haben, ist eine rückwärtsgewandte Debatte, denn wir haben in einem Beruf, wo es der Mangelberuf ist, laufen wir einfach Gefahr, dass weitere Betten auch tatsächlich geschlossen werden müssen. Und deshalb bitte ich Sie, sammeln Sie Ihre Anträge ein, gehen Sie in Klausur und kommen Sie nach einer Woche wieder als staatstragende Fraktionen mit einem Vorschlag, den wir hier Frau Kollegin. Auch besprechen können. Danke. Emmy Zollner war das für die CSU. Und jetzt ging es ein bisschen hin und her zwischen einrichtungsbezogener Impfpflicht und allgemeiner Impfpflicht. Die allgemeine Impfpflicht soll ab März im Bundestag debattiert werden. Es liegen verschiedene Anträge vor. Es liegt übrigens wahrscheinlich auch ein nach bisherigem Stand Antrag von CDU, CSU im Bundestag vor, die sich dazu entschieden haben, einen eigenen Fraktionsantrag trotzdem einzubringen, der eine gesetzliche Impfpflicht sozusagen auf Vorrat vorsieht und die vorzubereiten. Also alle Anträge zur allgemeinen Impfpflicht dann hier im Bundestag im März. Heute wurde debattiert auf Grundlage eines Antrages der AfD-Fraktion über die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Dies ist eigentlich schon beschlossene Sache. Es wurde mehrmals angesprochen. Im Dezember haben Bundestag und Bundesrat diese einrichtungsbezogene Impfpflicht beschlossen und mit Mehrheit abgestimmt. Auch aus Bayern, wo es ja von Bayerns Ministerpräsident Kritik gab jetzt letztens und er angekündigt hatte, dass sein Bundesland vorerst das Ganze nicht umsetzen will. Gab es gestern andere Signale? Bayern stehe zur Impfpflicht für Personal von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen, heißt es in einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung. Und auch Bund und Länder haben sich gestern in ihrer Corona-Lage dazu noch einmal bekannt. Damit ist der Überweisungsvorschlag abgelehnt. Ich lasse nun abstimmen über den Überweisungsvorschlag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP, also Federführung beim Ausschuss für Gesundheit. Wer stimmt für diesen Überweisungsvorschlag? Das ist DIE LINKE, SPD, Bündnis 90 Die Grünen, FDP und CDU, CSU. Wer stimmt dagegen? Das ist die AfD. Enthaltung? Keine. Dieser Überweisungsvorschlag ist angenommen. Also der AfD-Antrag, Sie haben nichts verpasst, der ist ja nicht abgestimmt worden heute, sondern der geht zu weiteren Beratungen in die Ausschüsse. Es war allerdings strittig zwischen den Fraktionen, welcher der Federführende für diese Beratung sein soll. Und das ist jetzt hier beschlossen worden mit der Mehrheit des Hauses gegen die Stimmen der AfD. Der Gesundheitsausschuss wird über diesen Antrag also parlamentarisch beraten.